Wir sind wieder zurück. Football Manager FC Nürnberg, Saison Nummer 3. Nach der finalen Folge letztes Mal haben wir es ja geschafft, in der Bundesliga zu bleiben. Und ich bin tatsächlich mega hyped auf die neue Saison. Hab zwischenzeitlich extrem viel gemacht. Das würde ich euch jetzt ein bisschen vorstellen. Ihr seht auch neues Outfit, heißt neuer Aufnahmetag. Ich habe einen Großteil der Kommentare gelesen. Da war wieder viel, viel Nettes dabei. Gerade so was Teamzusammenstellung und so weiter und so fort angeht, habe ich nochmal ein paar wichtige Tipps mitgenommen. Und hoffentlich schaffen wir es jetzt in dieser Saison, dass wir nicht so viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben, sondern vielleicht so ein bisschen sich nach Europa schielen können, aber so 10., 11., 12. relativ komfortabel werden. Das wäre so, glaube ich, mein Ziel für die kommende Saison. Ich würde aber sagen, so jetzt zum Reinkommen zeige ich euch erstmal alles, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Denn ihr seht, wir haben Samstag, den 9. August, das heißt, es ist einiges passiert. Budgets und so weiter und so fort haben wir bekommen. Alle Transfers sind mittlerweile da und ich habe wirklich extrem viel aufgeräumt. Ich würde es einmal hier, irgendwo gibt es glaube ich auch so eine Transferchronik, genau hier. Die Zugänge, die kennt ihr alle, ich habe auch keinen neuen mehr dazu geholt. Wir haben Lauritzen von Sparta Prag, Dagba von Paris Saint-Germain, Jekyll von RB Leipzig, Bataille von Antwerpen, also zwei Rechtsverteidiger, Gonzales, unser Talent vom FC Bayern, 18 Jahre alt, Ryan Yates von Nottingham Forest, Florent Muslia von Paderborn, Mason Holgate von den freien Spielern, alles ablösefrei und der vorher arrangierte Transfer von Mikkel Kaufmann für 1,5 Millionen. Das sind die Zugänge, die kennt ihr alle schon. Was jetzt aber wichtig ist, sind die Abgänge, denn wir hatten wirklich viel, 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 viel zu viele Leute im Kader, deswegen habe ich ein bisschen Business gemacht. Also Mats Möller-Deli, der ist ablösefrei gegangen, Roberto Massimo ist, glaube ich, ausgeliehen, inklusive einer Kaufoption, wenn ich mich recht erinnere. Wir schauen nochmal drauf, von 3 Millionen. Das Gute ist, die übernehmen das ganze Gehalt, er spielt da auf jeden Fall. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Deal. Etienne Amenido haben wir keine Verwendung für gehabt. Geht zu Mafra. Ich weiß gar nicht, welches Land das ist. Es ist Portugal, zweite Liga, ne? Ne, die sind aufgestiegen. Tatsache. Okay, also portugiesische Erste für 190.000. Ian Poveda geht zu Osnabrück auf Leihbasis. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob es da eine Kaufoption gab. Ich glaube nicht, aber auch die zahlen das gesamte Gehalt und am Ende der Saison hat er nur noch ein Jahr Vertrag. Ist krass, dass wir dem einfach so einen riesen Vertrag gegeben haben. Ne? Keiner weiß warum. Gabriel Gonzalez, unser Talent vom FC Bayern, was wir ablösefrei bekommen haben, geht per Laie zu Jan Regensburg. Hat da auch schon ein Spiel gemacht. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut war, sieht man jetzt hier nicht. Aber ist, glaube ich, ganz gut. Der ist 18 oder gerade 19 geworden, genau. Braucht einfach Spielpraxis, die wird er bei uns nicht bekommen. Dann haben wir noch Julia Kania ausgeliehen, einer von der zweiten Mannschaft. Da können wir auch nochmal seinen Vertrag theoretisch verlängern, aber weiß ich nicht, die wollten aber das Gehalt bezahlen. Und das sind 168.000, die ich mir sparen kann. Daichi Hayashi geht zu Willem Twey, ebenfalls per Laie. Ich glaube, da gibt es sogar eine Kaufpflicht. Genau, nach eine Million nach 20 absolvierten Spielen. Müssen wir schauen, ob der gezogen wird, aber auch Hayashi. Ich weiß, der hat es eigentlich immer gut gemacht, aber wir haben jetzt ja einen neuen Plan, eine neue Taktik und da passt er leider wirklich überhaupt nicht rein. Deswegen habe ich gedacht, wäre es okay, den auszuleihen. Luis Bräunig geht nochmal eine Saison zu Hannover in die zweite Liga. Der ist schon relativ gut, vielleicht sogar auch gut genug, dass wir ihn schon im ersten Team einsetzen können. Wir haben aber allerdings richtig viele Innenverteidiger geholt, deswegen weiß ich nicht, ob es nicht einfach besser ist, ihn auszuleihen. Wir können ihn zurückholen, falls wir ihn brauchen, falls irgendwer unzufrieden wird. Deswegen ist das, glaube ich, auch nicht so schlecht. Lino Sousa, den wir vor einer Saison ablösefrei bekommen haben, geht für 1 Million zu den BSC Young Boys. Den hatten wir ja, glaube ich, ausgeliehen. Ja, einfach 1 Million for free eingesagt. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Dann haben wir Jan Giamara losgeworden. Giamara ist weg. Er ist bei Teneriffa unterwegs. Sehr, sehr nice. Wir kriegen zwar nur, ich glaube, 1,5 Millionen oder irgendwie sowas. Sehen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber Gehalt ist auf jeden Fall komplett von der Payroll. Das ist sehr wichtig. Ali Lune ist auch weg. Geht für 800.000. Den hatten wir, glaube ich, nach Casablanca ausgeliehen. Auch Teneriffa. Falls ihr euch jetzt wundert, neuer Marktwert natürlich, weil die neuen Vertrag unterschrieben haben. Bei uns hatte der nicht so einen großen Marktwert, weil sein Vertrag nicht mehr so lange lief. Die einzigen zwei, die wir mal wieder nicht losgeworden sind, sind Ryan Fraser, der ist auf Leihbasis bei Preston, verdient 1 Million und Preston übernimmt auch, glaube ich, nur die Hälfte des Gehalts. Ja, aber was Besseres, ich habe wirklich Angebot nach Angebot durchsucht, haben wir nicht bekommen. Immerhin haben wir da seinen Payroll zumindest zur Hälfte reduziert und sein Vertrag läuft auch aus diese Saison. Deswegen war einfach ein absoluter Fehlkauf, muss man so ehrlich sein. Und Kanji Okunuki wieder einmal ausgeliehen, keiner wollte ihn fest verpflichten. Ich glaube aber auch da wird nicht das ganze Gehalt übernommen. Es gibt eine Kaufoption, aber ob die gezogen wird, ist dann auch die Frage. Das war ziemlich viel Arbeit. Ich habe auch ziemlich lange dran gesessen, diese Deals alle fertig zu machen, damit wir einfach Platz in der Mannschaft haben. Wenn wir jetzt einmal auf das Transferbudget schauen, wir haben 4,21 Millionen noch im Budget und 2,9 Gehaltsbudget. Also ein, maybe zwei Transfers können wir noch realisieren. Ich habe auch schon einen angefragt, und zwar Max Mörstedt, der einen sehr, sehr guten Marktwert hat. Ich glaube auch einfach eine sehr gutes Ceiling, also ein gutes Potenzial. Mal gucken, ob wir den bekommen würden für das Geld. Aber jetzt würde ich euch mal gerne zeigen, was meine taktische Idee für
diese Saison. Seht ihr auch, Lascelles, Köln war für Lascelles dran für 1,9 Millionen, weiß ich nicht. Unser Kapitän bleibt auf jeden Fall noch eine Saison. Also mein taktisches Konzept, ich habe euch ja schon gesagt, ich würde super gerne Dreier-/Fünferkette spielen. Wir haben zwei sehr offensive Rechtsverteidiger geholt in Bataille, der 16 Flanken hat. Und in Colin Dagba, der glaube ich auch 14 Flanken hat. Die sollen einfach Flanken auf unsere beiden Stürmer pumpen. Can Uzun habe ich mir überlegt als falsche 9. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, könnte man ihn auch zurückziehen und so spielen. Das geht natürlich auch. Aber ich würde gerne einfach mal die falsche 9 ausprobieren. Ist einfach ein Stürmer, der sich ins Mittelfeld fallen lässt. Steht zwar, dass es meistens als einziger Stürmer, also als alleiniger Stürmer verwendet wird. Aber wir können ja mal einfach schauen, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten natürlich Tobias Lauchritzen als unseren Zielspieler. 17 Sprunghöhe, 17 Kopfballtechnik, 1,94 groß. Auf der anderen Seite haben wir dann Nathaniel Brown, der ja auch wieder gut am Start ist. Auch 13 Flanken und der soll einfach ebenfalls wie Bataille oder eben Dagba hier hoch und runter. Sein Backup ist dann Tim Handwerker. Backup, Stammspieler, wird sich einer von den beiden, glaube ich, rauskristallisieren. Muslia, unser Zehner, den wir ablösefrei von Paderborn bekommen haben, hat einfach sehr, sehr gute Werte. Dahinter oder auch gleichwertig haben wir Elias Saad, der ja auch die 10 spielen kann, sehr, sehr gut als vorgeschobener Spielmacher. Deswegen sind wir da auf der 10 mehr als gut besetzt, würde ich behaupten. Wie gesagt, man kann ja auch Can Uzun hier hinnehmen und dann Mikkel Kaufmann vorne als Doppelstürmer nehmen. Den haben wir auch noch. Wir haben auch noch einen Jinma. Ich habe auch überlegt, ob man dann, wenn man Can Uzun auf der 10 spielt, irgendwie dann einen Jinma neben Lauritzen als Stoßstürmer bringt. Also da gibt es durchaus verschiedene Varianten. Im Sturm sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Müssen wir aber mal schauen, wie wir das Ganze dann in-game machen. Hier in der Mitte haben wir natürlich einen Segundo Volante. Das ist so eine Art Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der aber weiter hinten startet und auch den Ball erobern soll. Das kann dieser Ryan Yates, der sehr gut spielt. Und auch Jens Kastrop. Das heißt, der ist zwar gerade verletzt, aber die werden sich da ein kleines Battle um diese Position liefern. Ich glaube aber langfristig möchte ich da auf Jens Kastrop setzen, weil natürlich die Zukunft ist. Balleroberndar Flick haben wir da. Wir haben Johannes Geis auch noch als zurückgezogenen Spielmacher und Papela und Rocco Reitz. Also auch da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe ja gerade gesagt, Bräunig haben wir noch verliehen, weil wir brauchen natürlich 6 Innenverteidiger für 3 Positionen. Wir haben natürlich unseren Kapitän Jamal Lascelles. Den würde ich auch, glaube ich, weiterhin als Kapitän drin lassen. Ahmed Gülen hat es in der letzten Saison einfach sehr, sehr gut gemacht. Der hat sich seinen Platz auch verliehen. Und wir haben ein Talent hochgezogen. Das haben auch sehr, sehr viele Leute von euch kommentiert. Was ist mit Finn Jeltsch? Finn Jeltsch ist am Start, hat gerade natürlich von der Co-Trainerbewertung nur 2 Sterne, aber ich glaube, sein Potenzial ist relativ hoch und ich würde ihm gerne die Möglichkeit geben als Halbraumverteidiger. Das heißt, Bataille wird dann irgendwann hier vorne sein und Jeltsch wird dann irgendwie so hier als Halbraumverteidiger versuchen, das Ganze zu unterstützen. Das heißt, wir sind schon relativ offensiv unterwegs, aber ich traue uns das auch zu. Ansonsten haben wir natürlich auf der Bank noch Jannes Horn. Wir haben Mason Holgate, der auch sehr, sehr gut diesen Halbraumverteidiger geben kann. Der ist dann das Backup zu Jeltsch oder ebenfalls andersrum. Und wir haben natürlich auch noch Frederik Jäkel geholt. Wir werden, glaube ich, da einfach anfangs so ein bisschen durchrotieren, schauen, dass sich so eine Stammelf rauskristallisiert und dann gucken, wer spielt und wer eben nicht. Langfristig müssen wir natürlich auch so ein bisschen denken. Das heißt, Lascelles hat, glaube ich, nur noch ein Jahr Vertrag. Weiß ich auch nicht, ob wir den dann noch einmal verlängern werden. Vielleicht dann noch ein Jahr. Ich weiß ja auch nicht, ob er auch irgendwie eine Option darauf hat. Nee, er hat nur eine Ausstiegsklausel. Müssen wir dann mal schauen, ob wir ihn nochmal verlängern, weil er hat es eigentlich immer ganz gut gemacht. Aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen an die Zukunft denken. So, der einzige Spieler, den ich noch gerne verkaufen würde, ist Onyedinma, weil ihr merkt halt, wir haben hier keine Flügel in der Taktik, deswegen haben wir auch Massimo, Hungbo und so weiter und so fort, Golla, was weiß ich, haben wir alle verkauft, weil hier Flügel einfach keinen Platz finden. Und ja, das ist meine taktische Idee, kürzeres Spielaufbau, ich möchte gerne den Ball haben, die Flanken früh schlagen, Standards raus mit unserem großen Lauritzen vorne drin. Weiß auch noch nicht, ob ich möchte, dass wir entweder hier auf IVs abspielen oder halt auf Zielspieler. Da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze dann machen, aber höheres Pressing, bisschen häufiger. Und dann schauen wir mal, ob wir damit in der Saison gut fahren. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt erstmal ins erste Spiel rein. Es ist nur der DFB-Pokal. Es ist, glaube ich, gegen den FK Pirmasens. Einfach mal, um zu schauen, wie gut die Taktik funktioniert, dass sich die Leute so ein bisschen einspielen können. Und danach geht es auch, glaube ich, schon rein in die Bundesliga. Die Testspiele habe ich auch schon alle gespielt. Ich meine, wir haben alle davon gewonnen. Auch mit dieser Taktik schon. Ich gucke jetzt einmal gerade auf den Terminplan. Waren auch nicht so die krassesten Gegner dabei, ne? Wisla Plock, Horsens, Quiswada und Cambuur. Cambuur ist zumindest erste niederländische Liga, war da Abstiegskandidat. Deswegen sagt das auch noch nicht so viel aus. Ich bin gespannt. Wir gehen jetzt erstmal rein gegen den FK Pirmasens. Und ich würde auch sagen, wir ändern jetzt erstmal an der Taktik nichts. Wir probieren erst einfach mal aus und wechseln dann je nachdem so ein bisschen für Matchfitness ein. Wir sind bereit zum Spiel, Leute. Ich hab Bock. Wir gehen rein in die neue Saison. Ich bin so hyped. Ey. Ich habe gar keinen Bock auf Abstieg, aber ich glaube auch mit dem Team, wir haben uns qualitativ schon gut verbessert. Und Abstieg sehe ich eigentlich kaum. Also, rein geht's. Es wäre jetzt sehr lustig, wenn wir direkt hier am Anfang gegen Pirmasens verlieren würden. Wir sind auf entscheidende Highlights. Ich gucke mir das Ganze jetzt mal an. Kann natürlich sein, dass wir irgendwie da noch rumstellen müssen. Bataille direkt mal über rechts. Macht er gut. Flanke.
Lauritzen an die Latte, Yates an den Pfosten. Aber so, ihr habt gerade schon in der ersten Szene, in den ersten 20 Sekunden gesehen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Ne? Die Leute sollen einfach über außen durchbrechen und dann schnelle Flanken schlagen auf Lauritzen, weil der einfach ein super Kopfballspieler ist. Und da Can Uzun ja diese falsche Neunrolle hat, wird er eben da auch nicht ins Gehege kommen. Weil Can Uzun soll ja nicht die Flanken abfangen. Obwohl, der ist auch relativ groß. Ich glaube, 1,89 oder so. Nächste Flanke. Bataille, Lauritzen, Latte. Der Mann kann auch nur Gebälk treffen, ne? Ecke Muslia. Das Gute ist, Muslia ist auch ein super Standardschütze. Ich glaube, der hat 14 Ecken, 16 Freistöße. Bataille. Nochmal Muslia. Der sieht Ryan Yates. Yates. Und der ist abgefälscht. Wir müssen eigentlich schon 1-0 führen. Wir müssen mal ein bisschen geduldig spielen anmachen. Balleroberung. Flick hat ihn auf Lauritzen. Er nimmt Brown mit. Nathaniel Brown. Legt nochmal rüber auf Uzun. Wie hat er den nicht reingemacht? Also das war ja eine 1000%ige Chance. Egal, Lauritzen, Yates. Schöne Kombination auf Nathaniel Brown. Nathaniel Brown. In der Mitte ist Muslia. Schönes Ding. Schönes Ding. Easy 1-0. Super gemacht. Berhard mit dem Abstoß. Den holt sich Finjelsch. Uzun. Immer noch Uzun, Can Uzun, immer noch Uzun. Legt nochmal rüber, da ist Bataille, der sieht Yates und der war knapp vorbei. Finjelsch mit einem guten Ball auf Bataille. Flanke. Lauritzen macht den fest, da ist Nathaniel Brown und der ist auch wieder knapp vorbei. Also mittlerweile haben wir auch ein XG von 3,34. Aber irgendwie, der Zweite will es noch nicht werden. Uzun bleibt hängen. Brown. Berhard hat ihn. Brown auf Yates. Yates mit der Flanke. Da kommt Bataille. Das Ding ist, unsere Außenverteidiger sind natürlich gottlos klein. Ne? Also in der Defensive müssen wir echt Finjelsch. Und da ist Lauritzen. So, genau so. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Schönes Ding. Was wollte ich sagen? Achso, ja, unsere Außenverteidiger sind halt sehr, sehr klein. Das heißt, in der Defensive, wenn wir dann 5 gegen den Ball haben, wird es teilweise außen dann schwierig, die Duelle zu gewinnen. Aber schöne Flanke von Finjelsch, da zahlt sich der Halbraumverteidiger aus. Sehr, sehr stark gemacht. Das ist Nathaniel Brown, der zieht nach innen. Lauritzen. Lauritzen ist auch echt ein guter Ballverteiler, ne? Dagba. Der Flanke. Und da ist Lauritzen. Oh Mann. Oh Mann. Ey, ich meine, natürlich spielt er ja auch gegen unterklassige Gegner. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Mal gucken, wie gut das in der Bundesliga läuft. Aber der Plan geht auf. Die Frage ist, ob wir jetzt in der Pause schon ein bisschen wechseln wollen. Ich glaube eigentlich schon. Ich will schon ein paar Leuten die Chance geben. Gerade die etwas Jüngeren. Muslia hat auch sein Tor gemacht. Wir packen mal Uzun hier hin und bringen mal Jinma als Stoßstürmer neben Lauritz und machen ihn dann einfach auf unterstützen. Mir tut es fast ein bisschen leid für Pirmasens, ne, weil die so krank dominiert werden. Aber ist auch mal schön. Lauritzen auf den Jinma. 4-0. Ja, schön gespielt, muss man einfach sagen. Sehr, sehr schön gespielt. Also die Physis von Lauritzen und auch der Blick für den Nebenmann sind echt super. Guck mal oben links, Alter. 6,49 XG. Geisteskrank. Einer meinte auch, dass. Also, einer hat einen richtig langen Kommentar geschrieben, wo er meinte, es ist irgendwie auch viel besser, wenn man Paul Endack war. Schönes Ding. Wenn man langfristig auch eine richtige Stammelf hat und dann nur teilweise wechselt. Aber ich tue mich halt dann so ein bisschen schwer, die Rotation irgendwie dann hinzubekommen. Wisst ihr, wie ich meine? Ey, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir haben ja letzte Saison auch im Pokal gestruggelt, oder? Ich weiß gar nicht, gegen wen wir da rausgeflogen sind, aber ich meine auch ein unterklassiges Team, oder? Bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Elias Saad. Sieht ein Jinma, schöner Pass. Osten. Und da ist Kaufmann. Schönes Ding. Solche Spiele sind natürlich super gut für die Moral, ne? Eieiei. Armes Pirmasens. Armes Pirmasens. Vielleicht schaffen wir die zweistellige XG-Zahl. 7,34. Jelsch auf Elias Saad. Gerade schon eine gute kreierende Aktion gehabt. Macht's jetzt selber. Elias Saad. Schade. Ja, wir nehmen langsam den Fuß so ein bisschen vom Gas. 90. läuft. Da ist nochmal Flick und der ist auch nochmal drin. Eieiei. Das arme Pirmasens. Junge, Junge. Ey, 7 Tore in einem Spiel. Müsste Rekord sein. Zumindest seit ich hier Dings bin. Akbar, Kaufmann, Jinma durch zu Saad, Elias Saad, 8-0.
Oh Mann, Leute, oh Mann. Ey, aber ich genieße das, ich genieße das. Ohne Kopfschmerzen. Das ist halt nur Pirmasens, ne? Es ist halt nur Pirmasens. Easy, Leute. Ja, aber ich glaube, wir sehen ja auch an den Ergebnissen andere. Oh, Max Mösch hat kein Interesse an Vertragsgesprächen. Für ihn ist die Reputation von Nürnberg nicht hoch genug, um seine eigenen Ambitionen zu befriedigen. Ey, okay. Das merke ich mir, mein Freund. Wir haben auch ein ganz gutes Programm, wenn wir jetzt in die Bundesliga reingehen. Ich glaube, wenn wir mal auf den Terminplan einmal schauen, wir haben Union, Werder, Augsburg, dann Mainz, Frankfurt, also die dicken Dinger, die kommen erst später. So, wählen Sie einen Kapitän für die kommende Saison. Ich glaube, Lascelles wird der aktuelle Kapitän bleiben. Ich weiß es auch nicht. Also, Martenia ist Vizekapitän. Wollen wir jetzt wirklich irgendwas in den Verein bringen? Also, eigentlich will ich schon, dass eher Flick dann der Dingskapitän ist. Ich glaube, ich würde lieber Flick nehmen. Ich glaube, ich warne mal Martenia vor Absetzung. Okay, er kann zustimmen. Gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass er halt nicht viel gespielt hat. Also ich glaube, ich würde eher Flick nehmen, weil sonst hätten wir noch Geist. Der hat 13-13, also 13 Führung, 13 Teamgeist. Flick hat 12 Führung und 16 Teamgeist. Ich glaube, das macht einfach dann am meisten Sinn. Da freut sich dann der Florian, der spielt auch meistens. Massimo hat eine hervorragende Leistung abgeliefert, das ist natürlich toll. So, bevor wir aber ins Spiel gegen Union reingehen, schauen wir uns erstmal die Auslosung für den DFB-Pokal an. Da klicken wir mal durch. Wir können natürlich nur hoffen, dass wir kein Top-Team ziehen. Ganz gut aus. Nürnberg gegen Kiel. Kiel nehme ich any day mit. Dortmund gegen Werder und Düsseldorf HSV. Ey, ich glaube, wir haben sogar als Ziel in die dritte Runde einzuziehen. Das wäre ja dann damit gegeben. Also Holstein Kiel, unser nächster Gegner im Pokal. Wir gehen aber jetzt erstmal rein in die allererste Bundesliga-Partie. Und Jens Kastrop ist wieder fit. Den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Colin Dagba leicht verletzt. Ich weiß nicht, Batei kann aber spielen, oder? Nee, der hat nichts. Das heißt, das ist ganz gut. Ich glaube, es ist halt ganz gut reinzukommen, ne? Ich glaube, wir brauchen erstmal eine klare Stammelf. Und dann können wir halt zwischendurch ein bisschen rotieren. Es werden sich auch noch Leute verletzen und so weiter und so fort. Deswegen will ich jetzt ungern irgendwie dann Gülen oder so rausnehmen. Auch wenn ich jetzt gerne mal die anderen Innenverteidiger ausprobieren wollen würde. Ich glaube, wir machen es aber wie im Pokal. Da lief es ja ganz gut. Die Leute haben sich auch mittlerweile ein bisschen mehr an ihre Rollen gewöhnt. Ihr seht ja hier diese grünen Dinger. Wir trainieren das ja auch, dass sie das irgendwie hinbekommen. Wir gehen einfach mal rein gegen Union Berlin und schauen mal, was uns da so erwartet. Ich bin sehr gespannt. Also wir spielen natürlich zu Hause. Das kann immer ein Vorteil sein. Aber wir haben eine neue Taktik. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal, wie die gegen ein richtig, richtig gutes Team performt. Wir haben natürlich in der Vorbereitung echt nicht gegen viele gute Gegner gespielt, ne? Also ich habe tatsächlich angegeben, dass... Oh, Union mit einer Viererkette. Dass die Assistenztrainer oder was weiß ich, die Vorbereitungsspiele auswählen. Ich glaube, man kann das auch selber machen. Lauritzen. Schöner Ball auf Muslia. Florent Muslia. Nochmal querlegen. Versucht er auch. Bleibt aber an Jogo Leit hängen. Oh, schöner öffnender Pass auf Andras Schäfer. Elch, kleiner Stellungsfehler. Batei. Da ist Schäfer, 0-1. Bitter. Bitter, dass wir da aus der Szene vorne nicht viel gemacht haben. Ich weiß auch gar nicht, wo Union letzte Saison war. Aber wieder so ein frühes Gegentor. Ja, nicht so richtig. Also wir wollen eigentlich viel den Ball haben. Jetzt haben wir auch mehr den Ball. Ja, jetzt hat sich's ausgeglichen. 60% das Ganze kontrollieren. Aber nächstes Highlight für Union Berlin. Juranovic. Den köpfen wir raus. Uzun, vielleicht doch der Konter. Can Uzun. Langer Ball auf Nathaniel Brown. Schön gesehen. Nathaniel. Nathaniel sieht Lauritzen. Der dreht sich nochmal um und nimmt Yates mit. Deswegen haben wir Yates auf Segundo Volante. Weil wir wollen, dass er mit in den Strafraum geht. Er hat, glaube ich, auch das Trade arrives late at opponent's box oder so. Also kommt spät in den Strafraum. Das sehen wir jetzt hier. Er wartet. Und aufgrund dieses Trades macht er hier das Tor. Ryan Yates. Schön gemacht. Super. Super gespielt. Ich glaube, wir bleiben auch auf entscheidende Highlights. Das macht es irgendwie ein bisschen aufregender. Brown auf Yates. Brown flankt einfach mal rein. Oh. Ibar lässt den Ball fallen. Batei nochmal. Kein Elfmeter. Aber wir haben den Ball. Gürlein. Highlight läuft noch wieder auf Batei. Der sieht Muslia. Muslia probiert's mal an die Latte. Nee, Renault hat ihn gehalten. Schön. Oh, wir haben die Ecken noch nicht gemacht, ne? Das müssen wir ganz, ganz wichtig. Das müssen wir machen. Machen wir jetzt schon in diesem Spiel, aber ich muss es auch später machen, weil wir brauchen eigentlich nur eine Variante. Und das ist nämlich auf den Kopf von Lauritzen. Alle greifen über den langen Pfosten an und das Ziel ist der kurze Pfosten, damit er da irgendwie relativ alleine steht. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Das gibt's nicht. Geil. Oh Mann. Das ist ein Clip eigentlich, ne? Das ist ein Clip. Wild. 2-1.
Schön. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Ecke und Jogo Light köpft den knapp vorbei. Da hat es nicht so gut geklappt. Bin sehr zufrieden bis jetzt. Wir kontrollieren das Spiel, wir haben den Ball, wir haben mehr XG. Sieht alles gut aus. Muslia mit dem Freistoß. Ja, der Ball wird gebounced. Lauritzen auf Gürlein. Lauritzen ist einfach ein Gamechanger heute. Der ist einfach ein Gamechanger. Der hat die Erfahrung, der ist super in der Luft. Ein Tor, ein Assist, 3-1 für uns. Sehr, sehr schön gemacht. Ab in die Pause mit euch, Jungs. Ab in die Pause. Wir machen das sehr gut. Schön viel Schüsse aufs Tor. Ey, es klappt mal was, was ich mir ausgedacht habe. Absolute Premiere für mich. Lauritzen auf einer 9. Er hat sogar 2 Assists, stimmt. Jetzt ist halt die Frage, ob wir das noch über die Zeit bekommen. Ich sollte auch mal auf ausgewogen gehen. Aber kann natürlich sein, Union hat Qualität, dass hier nochmal was geht. Der war vorbei. Der muss eigentlich rein. Can Uzun fühlt sich, glaube ich, noch nicht so richtig wohl in dieser hängende spitze Rolle. Oder falsche 9. Müssen wir mal schauen, wie der sich da langfristig entwickelt. Ich glaube, so ab der 70. können wir noch mal ein bisschen wechseln. Wir wechseln auf jeden Fall Elias Saad ein, weil der muss sich ja noch an die neue Rolle gewöhnen. Wir wechseln auch mal Handwerker für Nathaniel Brown ein. Und Jens Kastrop für Yates. Weil der soll ja auch Segundo Volante sein. Ja, und dann ab der 80. wechseln wir, glaube ich, noch unsere beiden Stürmer. Kaufmann rein und Jinma, aber Jinma natürlich als Stoßstürmer und Kaufmann dann als hängende Spitze. Und dann sollten wir tatsächlich den ersten Sieg einfahren. Elias Saad nochmal mit dem Freistoß. Der war knapp vorbei. Trifft die Latte. Blick holt sich nicht den Ball von Pejau. Wir sind aber eigentlich schnell genug. Lascelles. Ja, da hätte man zurück zum Keeper spielen können. Dafür sollte eigentlich die Erfahrung haben. Aber Flick fängt den ab. Ah, okay. War weggepearlt. Wir haben eigentlich kurzes Passspiel immer noch an und kontrolliert. Juranovic, Handwerker geht nicht richtig hin. Aber schön geklärt. Kaufmann. Mikkel Kaufmann. Boah, was ein Ball auf den Jinma. Justin in Jinma. Jinma. Dribbelt an Renault vorbei, aber trifft das Tor leider nicht. Partei nochmal mit dem Einwurf. Flanke auf Kaufmann. Knoche springt vorbei. Handwerker. Dem Handwerker. Handwerker an den Pfosten. Also wie oft treffen wir Aluminium? Also absolut verdienter Sieg in meinen Augen. Sehr, sehr schön gemacht. Wir gewinnen zu Hause 3-1 gegen Union Berlin. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Leute, ne? Aber ich glaube, Abstiegskampf mit dem Team, so wie es jetzt in der Frühphase der Saison läuft, weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Wir springen auf den 2. Tabellenplatz. Sehr, sehr schön. Spielen als nächstes natürlich dann gegen Werder Bremen, die auch ihr Spiel gewonnen haben. Mögliches Problem mit Martenia. Ich wollte Sie darüber informieren, dass Christian Martenia neben sich steht. Er sollte öfter in der Startelf stehen. Das Ding ist, du hast doch letzte Saison nicht ein Spiel gemacht, oder? Also nachdem wir uns dann für Kasten entschieden haben. Hat auch nur noch dieses Jahr Vertrag, danach müssen wir uns eh wieder ein neues suchen. Ja, das Ding ist, Martinia ist, glaube ich, ein relativ einflussreicher Spieler, ne? Die Frage ist halt, ja hier, Führungsspieler. Die Frage ist, wie sich das jetzt auswirkt, wenn wir ihn irgendwie verärgern. Es wäre besser, wenn sie bereit wären, von nun an die Rolle als Ersatztorhüter zu akzeptieren, statt sich Gedanken zu machen, was zuvor vereinbart wurde. Das kann ich machen, das klingt in Ordnung. Also er nimmt die Ersatzkeeper-Rolle an, das ist gut. Wir haben noch hier so ein Talent verliehen. Achso, was ich vor der Saison eigentlich noch machen wollte, ist, es gibt ja, wenn man auf die Bundesliga geht, wo kann ich das denn machen? Hier. Gibt's immer so Wettquoten, wer wo landet. Und letzte Saison sind wir, glaube ich, auf 18 oder 17 gewesen. Von den Wettquoten her. Wo sehe ich denn das nochmal? Saisonvorschau hier. Wir sind immer noch 17. Ne? Also ich weiß nicht, woran das liegt. Aber die Buchmacher sagen, wir werden 17. werden. Noch hinter Schalke 04, die aufgestiegen sind. Auf der anderen Seite sagen die auch, Mainz wird 12. Obwohl die letzte Saison Europa League geholt haben. Na, mal gucken. Es ist wie immer, ne? Alle sind gegen uns und wir müssen uns da irgendwie gegen wehren. Ich wollte sie darüber mitteilen, dass Mervin Papé ja gerade neben sich steht. Er würde gern verliehen werden, um seine Chance auf einen festen Transfer zu erhöhen. Stimmt, eine Leihe klingt sinnvoll. Komm, machen wir einfach mal. Wenn da jetzt keiner ein Angebot macht, dann ist es halt so. Wir haben halt auch immer noch Rocco Reitz geliehen. So, und dann zweites Bundesligaspiel vor der Brust. Wir gucken mal drauf. Also, Kastrop leider immer noch verletzt, Dagba ebenfalls. Also, die können beide spielen. Rocco Reitz hat Bedenken wegen seiner Einsatzzeit. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen, lieber Rocco. Wir können dich ja mal mitnehmen. Ich glaube, ich werde mal Handwerker spielen lassen, weil ich glaube, auf der Linksverteidigerposition, die sind beide einfach sehr, sehr gut. Da müssen wir schon ab und zu, gerade auch Belastungssteuerung für Nathaniel Brown, der sich ja sehr oft verletzt. Und ich glaube, ich gebe Mason Holgate mal über Finn Jelsch die Chance. Obwohl Finn Jelsch hat auch gut trainiert, dem will ich das eigentlich nicht wegnehmen. Also mit Jäkel mal für Gürlein, der gefällt mir halt auch eigentlich sehr gut. Der muss auf jeden Fall auch Spielzeit bekommen. Wir geben mal Jäkel für Gürlein rein. Lascelles ist Kapitän, der bleibt drin. Wir gucken mal. Wir gehen einfach mal mit derselben Taktik rein. Ich glaube, Werder Bremen ist jetzt auch kein Überteam. Die haben sich Serdar Azmoun geholt, Mwene auf rechts und Tanganga. Ist das der von Young Boys? Ich weiß es gerade gar nicht. Gucken wir mal rein.
ob wir so ein bisschen gute Leistung mit rüber retten können. Also Ballbesitz komplett bei Werder Bremen. Wir haben 30%. Das sind so Sachen, die ich schwierig verstehen kann, weil wir haben halt kürzer, geringer. Highlight für uns. Hoffentlich. Sanan Yeke pearlt den jetzt nach vorne. Nassel steht direkt neben dir. Spiel rüber. Bitte. Na oder Flick? Yates. Usun. Oh mein Gott, why? Zada, ja gut. Eieieiei. Auf Lauritzen. Mit einem langen Ball. Super Ball. Can Usun. Usun. Schön. Sehr schön. Wieder Lauritzen beteiligt. Der Mann ist ein Gott, ne? Der Mann ist einfach ein Gott. Wissen, was wir bei ihm bekommen. Hat natürlich jetzt kein Potenzial mehr nach oben, sich zu entwickeln. Aber das ist, muss auch nicht sein. Man muss auch nicht nur auf Potenzial gehen. Wir brauchen nämlich Punkte. Da gibt aber nochmal das Highlight. Den Mann mit der Ecke. Und der war, ja, war gefährlich, aber sehr spitzer Winkel und dann knapp drüber. Nehmen wir mit, wir führen 1-0. Ihr macht das gut, hängt euch bis zum Abpfiff weiter rein. Jeltsch wieder mit einer super Partie, ist auch auf eine 7,1. Ich sehr gerne. Friedel mit dem Aufbau. Demann auf Stay. Das ist gut. Diese Jekyll. Ja. Klar, das ist halt dann das Ding, wenn man jemanden reinwirft, ne? Aber er hat eigentlich Spielpraxis gehabt. Aufgrund der Vorbereitung. Nächstes Highlight. Demann mit dem Einwurf. Ja, wir sind da. Usun erläuft den. Lauritzen! Das ist ein tolles Duo vorne, ne? Das ist ein tolles Duo. Sehr, sehr schön gespielt. Ja, Fehler von Demann. Passt einfach zu kurz auf Stay. Usun riecht das. Alle hängende Spitze hat, lässt es sich halt zurückfallen und der ist dann super gut gefinisht von Lauritzen. Wir müssen gleich nur Can Usun mal rausnehmen, weil Belastungssteuerung, ich glaube seine Ausdauer ist auch nicht so die allerbeste. Ich glaube als falsche 9 muss man schon ziemlich viel laufen. Und das Highlight warten wir noch ab. Jeltsch, Partei, vertändelt. Jeltsch muss raus. Ja, weiß ich nicht, wie der Ball da durchgekommen ist, aber der kann auf jeden Fall rein. Asmun natürlich mit ein bisschen Rücklage. Ja, ich glaube wir bringen mal ein Jinma anstatt Usun und machen es dann wieder so rum, dass wir ein Jinma auf Angreifen machen und Lauritzen auf Unterstützen. Ich glaube Elias Saad mal für Muslia. Das sind die zwei Wechsel, die wir jetzt in der 70. machen. Nochmal ein paar frische Beine. Ich glaube, wir können jetzt auch ein bisschen, ja, ich wollte gerade sagen, wir können auch ein bisschen kontriger gehen. Also ein bisschen mehr auf Konter versuchen zu spielen. Aber ich will trotzdem das Kurzpassspiel beibehalten, weil wir spielen uns da hinten super raus. Yates wieder auf Lauritzen. Das Geile ist halt, dass auch jetzt diese Bälle, die jetzt Yates zum Beispiel gespielt hat, nicht verloren sind, so, weil vorne ist halt jemand, der mit 1,95, 17 Sprunghöhe, die halt auch einfach erlaufen kann. Jinma, schöner Ball. Asmun wirklich mit ein bisschen Abschusspech in diesem Spiel, das ist natürlich ganz gut für uns. Wir haben es eigentlich jetzt auch nicht mehr nötig, die Pressinglinien so hoch zu haben. Ich glaube, wir können die ein bisschen weiter zurück machen, gehen einfach auf ausgewogen. Also es ist ein ausgeglichenes Spiel, ne? Dass wir 2-0 führen, ist schon jetzt nicht glücklich, aber weil Asmun die zwei Chancen da versiebt hat vorne. Bringen nochmal Kastrop für Yates und Rocco Reitz für Flick und Mason Holgate für Finn Jeltsch. Der muss sich ja auch ein bisschen an die Rolle gewöhnen, die letzten 10 Minuten. Also Bremen hat es schon okay gemacht, ne? XG sind auf jeden Fall in Ordnung und Ballbesitz waren wir ja deutlich weniger am Ball als Werder Bremen. Was natürlich auch wieder an der Fünferkette liegt und dass wir ja die ersten 20 Minuten irgendwie doch Konter anhatten, ne? Jekyll, oh, das war super verteidigt von Jekyll. Holgate auf Partei. Jetzt nicht vertändeln. Da ist wieder Holgate. Schön gespielt. Super sich hinten rausgelöst. Da ist Elias Saad. Spielt den Ball. Nee, schöne Bewegung. Lauritzen. Ja, versucht den langen Ball auf Handwerker. Ja, Partei ist in der Luft schlecht. Rocco Reitz. Alles glatt rot. Sehe ich jetzt schon. Ist witzig, ne? Der Mann beschwert sich über Spielzeit. Und in der 92. holt er sich einfach glatt rot. Er holt sich einfach glatt rot. Wir haben keine Wechsel mehr. It is what it is. Es ist in Ordnung. Es war ein ausgeglichenes Spiel. 1,4 XG auf der einen, 1,5 auf der anderen und wir gewinnen am Ende. Schönes Ding. Ich habe so ein bisschen Flashbacks an die letzte Saison. Da haben wir auch die ersten beiden Spiele gewonnen. Danach ging es bergab. Aber ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist hier ein bisschen was zusammengewachsen oder wird was zusammenwachsen. Und gerade da wir jetzt auch von der Form her gut unterwegs sind, nehmen wir das mit. Chancenwerte macht den Unterschied aus. Jinma ist verletzt. Ja,
Fersenverletzung 7 Tage bis 2 Wochen. Ja, das ist natürlich bitter. Reizwürde, ein Spiel gesperrt. Auf jeden Fall kein Einspruch, das war auch eine rote Karte. Also, ich würde sagen, für die erste Folge der neuen Saison war das doch relativ erfolgreich. Klar, waren es nicht die schwierigsten Gegner. Wir sind im DFB-Pokal mit fliegenden Fahnen weitergekommen und auch in der Bundesliga haben wir einen super Start erwischt. 6 Punkte aus 2 Spielen. Die Taktik, die ich mir hier zusammengebracht habe, scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Schauen wir mal, was dann in der nächsten Folge passiert. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne einen lieben Kommentar da, Daumen hoch, falls ihr Bock auf die Serie habt, dass sie weitergeht. Und ja, bis zum nächsten Mal.